Cholangitis bezeichnet die Entzündung der Gallengänge. Sie kann ausgelöst werden durch Gallensteine, Stenosen, Tumoren oder auch einen Parasitenbefall. Die akute eitrige Cholangitis wird meist durch Infektionen mit Escherichia coli, Enterococcus oder auch Klebsiellenarten ausgelöst. Es kommt zu einem einseitigen Schmerz des rechten Oberbauchs, begleitet von Fieber und auch Schüttelfrost. Dabei kann auch ein Ikterus auftreten. Dies nennt man auch die Charcot-Trias. Bei schweren Fällen können auch Schockzustände, Störungen des zentralen Nervensystems und auch Nierenfunktionsstörungen auftreten. Die primäre biliäre Cholangitis wird auch als nicht eitrige destruierende Cholangitis bezeichnet. Hiervon sind zu 95% Frauen betroffen, wobei der Häufigkeitsgipfel zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr besteht. Man vermutet hierbei eine autoimmunologische Genese. Es kann zu Symptomen wie Juckreiz, Ikterus und einer Hypercholesterinämie kommen. Die primär sklerosierende Cholangitis ist eine sehr seltene Form. Sie betrifft Männer doppelt so häufig wie Frauen. Oft geht sie mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie einer Colitis ulcerosa einher. Im Rahmen der Diagnostik findet man eine schmerzhaft vergrößerte Leber. Die Gallenblase kann schmerzhaft und vergrößert sein. Im Labor kann eine Leukozytose bestehen, BSG und CRP können erhöht sein, wie auch das Gamma-GT, AP und Bilirubin erhöht sein können. Als Komplikation können eine Porzellangallenblase, ein Gallenblasenhydrops sowie auch ein Gallenblasenempyem auftreten. Die Therapie richtet sich nach der Ursache. So kann es zum Beispiel zur Entlastung der Gallenwege kommen, wie auch zur Steinentfernung und gegebenenfalls im Einsatz von Antibiotika.